mach einfach mal das Gegenteil. Mach mal eher impulsive Entscheidungen, spontane Entscheidungen. Geh in die S-Bahn und, keine Ahnung, keul dir ein und werd festgenommen wegen sexueller Belästigung. Nee, vielleicht nicht, aber Scheiß Beispiel. Scheißbeispiel. Aber ich dachte, ich sag's einfach, weil es gerade in meinem Kopf war. Mach das auf gar keinen Fall, bitte. Bitte mach das nicht. Hashtag Weinfreiheit, heute im Gespräch mit Nikolai Binner. Nikolai, herzlich willkommen. Yo, moin Digi. Hi. Ja, Thanks for having me, Alter. sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Auf jeden Mein Fall. Bruder, mit dem habe ich heute gesprochen schon. Und der hat gemeint, ja, der Nikolai, der ist eigentlich so wie du, Max, bloß hat er noch Füße. Ja. Jetzt ist die Frage, wie bist du? Wer bist du? Was machst du? Und wie hast du es vor allem zu Hashtag Beinfreiheit geschafft? Ja, also ich bin halt krass mit Beinen unterwegs. Das ist eins meiner Kernmerkmale. nee, was, ja, wie habe ich es zu Beinfreiheit geschafft? Erstmal zu Beinfreiheit habe ich es geschafft, weil du mich kontaktiert hast, was ich natürlich sehr cool fand und du hattest direkt einen sehr angenehmen, sehr coolen Vibe und dann dachte ich mir, ja, geil, dann machen wir das doch. Und was ich mache, du hast mich gefragt, was ich mache, richtig? Ja, was machst du? Wer bist du? Was sind so deine Themen? Genau, also meine Themen, also ich bin Stand-up-Comedian erstmal als beruflich, ich bin Stand-up-Comedian und meine Themen, die sind derzeit, ja, Corona hat mich ein bisschen politisiert, würde ich sagen, zumindest die aktuelle Zeit und auch die Stimmung in dem Natürlich. Land. Es kam halt irgendwie so, ich habe halt irgendwann, als hier die Demo in Berlin war, habe Ja. ich halt ein paar Posts auf Facebook darüber gemacht, wie ich mich darüber freue, dass Leute demonstrieren halt, ne? Und ich habe so einen Shit bekommen. Also ich wurde so massiv angegriffen, auch von Kollegen aus der Szene. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, krass, die Stimmung ist echt heftig. So. Also Leute sind, also sind krass radikalisiert. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, krass, wenn man so einen Shitstorm dafür kriegt und das als Comedian. Ja, was kriegen dann Leute für Shitstorms, die vielleicht noch in einer noch krasseren Mainstream unterwegs sind, ne? Und dann habe ich das Gefühl, auch diese Beengung und dass keiner seinen Maul aufmachen will irgendwie und dass die ihr Maul aufmachen, ordentlich auf den Sack kriegen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich bin Comedian, das ist halt mein fucking Job, jetzt mein Maul aufzumachen. Und dann habe ich halt angefangen, die Videos zu machen, ja. Ja, und die Die halt gerade Videos, so ein bisschen auch. die haben dich dann letztendlich hierher geführt, weil darüber Ja. wurde ich auf dich aufmerksam und ich kann alle, die jetzt hier zuseht, die wirklich sehr empfehlen. Ich muss aber einen Warnhinweis aussprechen, weil man braucht ordentlich Humor und vor allem, und das war mein Problem, nebenbei nicht essen oder trinken. Ja, weil sonst das kann schief gehen, wenn man nebenbei die Videos von dir sieht, Nikolai. Also ich habe Okay. den Fehler habe ich gemacht. Da hat es mich Ja. dann ordentlich erwischt. Ja, Geil. es Cool. ist ja so, ja. Hauptsache, du hast dein Bildschirm nicht mit Kaffee vollgerotzt, dann geht's ja noch. Ja, das wäre echt übel, aber schlimmer ist so in die Tastatur rein oder so. Das ist dann Bro, echt ganz übel. ehrlich, no homo, aber du hast voll die schönen Augen, Alter. Richtig krass, Mann. Danke dir, danke. Ja. Ja, also es ist so, dass du ja Comedian bist und Humor ist ja dein täglich Brot sozusagen. Aber was ich so stark finde, ist, dass du das Thema Persönlichkeitsentwicklung da auch mit reinbringst. Und ich komm genau von der anderen Seite. Also bei mir ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung mentale Stärke und möchte das eben mit Humor verpacken. Und irgendwie treffen wir uns da dann zwangsweise in der Mitte. Jetzt heißt die Folge oder der Podcast hier Hashtag Beinfreiheit und da steckt ja das Thema Freiheit auch mit drin. Wie ist du hast jetzt das schon erzählt, so jetzt mit Corona und was es da dann für einen Shitstorm gibt oder einfach Aggressivität. Wie siehst du das jetzt, da ja unsere Freiheit stark eingeschränkt ist? Wie siehst du das und was ist für dich Freiheit an sich? Wie wichtig ist das für dich? Ich habe einen ganz krassen Freiheitsdrang, was vielleicht auch daran liegt, dass ich viel in meinem Leben so mit
Limitierungen konfrontiert war, die einfach durch gewisse Konditionierungen auch kamen. Das heißt, wo ich mich auch selber limitiert habe, einfach dann quasi, wo ich eine selbstsabotierende Persönlichkeitsstruktur auch aufgebaut habe. Und ich das aber auch schon relativ früh gecheckt habe. Und weil halt einfach gewisse Dinge, die ich in meinem Leben haben wollte, die hatte ich einfach nicht. Ja, so essentielle Dinge. Ja, zum Beispiel einfach so richtig tiefe Beziehungen. Und als ich auch noch so ein kleiner Pisser war, so mit 16 und 17 und 18, so, ich hatte zwar immer wieder Mädels, aber es lief halt auch teilweise oft einfach scheiße. Und ich merke, ich habe mich sehr krass selbst sabotiert und ich war auch übertrieben depressiv. Und ich habe auch früher. Also ich war früher so auf einer sehr schrägen Bahn, sagen wir es mal so. Und ich habe gemerkt, so fuck, so will ich nicht leben. Hier stimmt irgendwas nicht. Und da fing das bei mir an, so ein krasser Freiheitsdrang sich zu entwickeln, weil ich mir dachte, Mann, ich will ein geiles Leben haben. Weißt du, ich will geil leben. Ich will mich wohlfühlen in meinem Leben. Ich will mich nicht scheiße fühlen. Ich will einfach, dass es mir geil geht. Und ich habe halt irgendwie, warum auch immer, halt auch eine gewisse Radikalität mitgebracht, dann mich auch so tief da reinzustürzen und mich so hart zu konfrontieren, dass ich dann halt, dass es wie so ein fortlaufendes Ding in meinem Leben geworden ist, dass ich halt immer mehr nach Freiheit, immer mehr nach Wahrheit gestrebt habe und immer mehr danach, mich selbst zu finden und dafür halt alles in Kauf nehme und dadurch auch auch jetzt quasi, wenn ich dann halt merke, also ich glaube, wenn man selber anfängt, bei sich selbst alles zu hinterfragen, wirklich sich selbst radikal hinterfragen muss, um aus seinen Mustern rauszukommen, hinterfragst du auch automatisch die gesamte Welt, ne? Und dann, weil wenn du dich hinterfragst, hinterfragst du alles, weil du bist das, also ich meine, du bist eigentlich das, was man normalerweise, man selber ist nicht das, was man großartig hinterfragen müsste normalerweise, wenn man funktional ist. Das heißt, wenn man da schon ansetzt zu hinterfragen, dann hinterfragst du halt alles, was auf der Welt passiert. Und deswegen ist halt, was halt gerade abgeht, war für mich auch einfach nur so, wow. Bro, hier geht einiges schief und irgendwie komme ich mir vor wie ein Alien, weil es keiner so sieht anscheinend oder wenige vermeintlich, aber es sehen genug so und man hört sie nur nicht. Und ich glaube, das verbindet uns, weil ich vermute mal, dass du keine Beine hast halt oder dass du halt nicht, dass du halt diese Lähmung hattest vor allen Dingen. Das wird ja bei dir auch irgendwann ein ganz krasser, also das ist ein so krasser Einschnitt und du vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal. Einschnitt im wahrsten Sinne des Wortes. Es waren, um genau zu sein, zwei Schnitte. Zwei Schnitte, ja. Zweimal abgeschnitten und noch zu kurz. Ja, und ich meine, das wird ja bei dir wahrscheinlich auch, also das ist ja das Paradoxe. Ich glaube, ganz massive Limitierung oder die Erfahrung von einer ganz massiven Limitierung wirft einen Samen für ganz krassen Freiheitsdrang, oder? Ja, genau. Also Freiheit ist auch so mein höchster Wert. Da habe ich auch sehr viel mich mit mir selber beschäftigt und gefragt, hey, was ist für mich eigentlich wichtig? Also welche Werte sind für mich wichtig, mal völlig unabhängig davon, was außen herum alles passiert. Und da bin ich drauf gekommen, habe ich mal 5 Tage Auszeit genommen, kein Handy, kein Kontakt zu irgendwelchen Menschen. Also eigentlich so, was wir jetzt wieder haben, mehr oder weniger, aber wirklich so gar nichts. Also nur mit mir selber beschäftigt, ein bisschen Musik gehört, meditiert und sowas. Und bin dann drauf gekommen, dass Freiheit für mich so der höchste Wert ist. Und lustigerweise war das Ende 2019 und dann hat es ja nur noch ein paar Monate gedauert, bis dann mein Freiheitsdrang sehr auf die Probe gestellt worden ist. Ich denke, das wird es dir dann ähnlich gehen, ja. Ja, ich glaube, da geht es jedem. Aber eine Sache, ich glaube, es geht gerade jedem so, aber also auf einem gewissen Maße, selbst die Leute, die Maßnahmen befürworten, die haben ja natürlich auch einen Freiheitsdrang. Ich glaube, jeder Mensch hat von Natur aus einen Freiheitsdrang. Und ich glaube, bei manchen ist der halt mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nachdem, was die auch für Erfahrungen gemacht haben. Aber was mich bei dir interessiert, Alter, das finde ich so mindblowing. So, du bist so ein krass, weißt du? Ich habe in meinem Leben auch viel mit Depressionen gestruggelt und ich hatte auch viele Phasen, wo es mir scheiße geht. Und ich habe die auch immer wieder mal. Es ist nicht so, dass das vorbei ist komplett, ne? Ich glaube halt einfach nur, je älter ich werde, klar, desto besser wird es auf einer gewissen Ebene und desto freier und mehr werde ich. Aber was ich bei dir so krass finde, einfach rein von deinen Vibes her, und ich kann dir jetzt nicht in deinen Kopf gucken, weil ich kenne dich ja nicht so, aber du machst so einen ultra zuversichtlichen, du hast einfach einen sehr positiven Vibe. Und ich denke mir, ich habe meine Beine noch, Alter. Und ich denke mir, ich wirke manchmal deutlich abgefuckter als du. Du wirkst auf mich wie ein richtiger Strahlemann. Und ich frage mich, wo nimmst du deine Ressource her? Was ist deine Ressource? Wo nimmst du deine Kraft her? Wo nimmst du deine Überzeugung her? Wo nimmst du
wo kommt das her? Aus welchem Ort? Oder wie zapfst du diese Ressource an? Weil du hast ja auch die Wahl bei dem, wie es halt ist bei dir, hättest du ja auch die Wahl gehabt, komplett zu verzweifeln und zu sagen, yo, fuck this life. Das habe ich auch. Also da geht es mir ganz ähnlich wie dir mit Depressionen. Also ich war mit 15 Jahren war ich wirklich komplett am Ende. Da habe ich mir, ich habe gegoogelt, wie ich mich am besten umbringen kann. Und also Und was ist die beste Wahl? am schmerzfreisten umbringen kann. Ja, Gott sei Dank habe ich nichts gefunden. Ah, okay. Ja, Scheiß Google, das hat. scheiß Google, hey, da auf nichts ist Verlass. Auf nichts ist Verlass. Ja, und da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, und das ist auch wieder, vielleicht hat mein Bruder da gar nicht Unrecht, wenn er sagt, wir sind da ähnlich, bloß ich habe keine Füße mehr. Bei mir war es auch so mit den Mädels. Ich meine, mit 15 Jahren kommst du in die Pubertät und dann interessierst du dich fürs andere Geschlecht oder fürs Gleiche, je nachdem. Und ich hatte so diesen Glaubenssatz, also welche Frau würde jemanden wie mich wollen? Und das war so ein Punkt irgendwo, wo ich dann gesagt habe, okay, so will ich auch nicht weitermachen. Ich war damals dann nochmal ziemlich lange im Krankenhaus, hatte Probleme mit meinen Nieren. Also ich hätte fast beide Nieren und meine Blase verloren. Das war wirklich so knapp. Und ohne Nieren bekommt man halt irgendwie alle 2, 3 Tage Dialyse und ohne Blase künstlichen Doch. Ausgang und sowas. Und dann ist die Freiheit komplett im Arsch. Und Ja. ich hatte aber Glück, dass ich alles behalten konnte. Und dann dachte ich mir irgendwann so, das war jetzt kein einzigartiges Erlebnis, sondern es war eher so ein schleichender Prozess, dass ich gesagt habe, du hast jetzt die Chance bekommen, jetzt mach was draus. Und dann habe ich mich da eben immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wobei, lustigerweise, wird dir vielleicht auch was sagen, ich habe gestartet mit Pickup. Geil, Alter. Ja. Dachte ich mir Geil. schon, dass du das auch kennst. Geil, Mann. Ich stelle mir das gerade so vor, ein Pickupper ohne Beine. Das Ah finde ich ja, irgendwie da hatte ich die lustig. ja Ich, noch. Da hatte ich die ich, noch. ach, da stimmt, da hattest du die noch, aber da hattest du Krücken oder Rollstuhl oder wie hattest du es gemacht? Ja, das war immer so. Also ich hatte so wie Forrest Gump, der hat doch auch so im Film so Schienen, die er bekommt. Und Aha. sowas in der Richtung hatte ich auch, damit ich einigermaßen gehen konnte. Das Ja. Problem war halt, durch die fehlende Sensibilität in den Füßen habe ich mir immer wieder Verletzungen zugezogen. Also ich habe mir Ah, mal die shit. ganze rechte Ferse mit dem Nagel aufgerissen, habe es gar nicht gemerkt. Ah, War ich Bruder. so im Haus und dachte mir, wer blutet hier bitte? Und dann ich, Ah, shit. Scheiße, es bin ich. Und Ja. auch beide Sprunggelenke zertrümmert, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das Digga. war dann eigentlich das körperliche Problem, warum ich dann irgendwann gesagt habe, hey, vielleicht, wenn man das Problem einfach abschneidet, dann bekomme ich das hin. Ja, aber das war so der Einstieg. Und ich war dann in München in der Fußgängerzone immer unterwegs und Frauen angesprochen. Und das finde ich auch so spannend, Ich war auch in München unterwegs. Ich habe ein Jahr in München gewohnt und war auch mit so Pickup-Kumpels unterwegs. Wir haben auch in München der nein. Fußgängerzone Mädels angemacht. Kein Witz, Wie Alter. alt warst du da? Wie lange ist das her? Das ist, glaube ich, 4 Jahre her. Ah, okay, ja, ist bei mir schon ein bisschen länger her. Oder, nee, 5 Jahre, 5 Jahre, fünf Ja. Jahre, irgend sowas. Ja, Ah, ja, cool. witzig. Ja. Also, und ich finde das auch spannend, weil du sprichst ja auch über das Thema Angst und das hat mir auch besonders gut gefallen, weil du sagst, sich mit dieser Angst konfrontieren, also das einfach durch die Angst durchgehen und nichts anderes ist es. Also ich hatte enorme Probleme, Frauen anzusprechen, weil also viele Frauen wissen das gar nicht. Die meisten Männer haben unfassbare Angst vor dem Urteil einer Frau. Ja? Und das war bei mir genauso. Und dann irgendwann war es egal. Ich meine, wenn du in der Fußgängerzone rumgehst und jede Woche 100 Frauen ansprichst, dann ist es irgendwann normal. Und dann ist diese Angst dann weg. Ja? Das hat mir sehr geholfen. Wir haben auch so krasse Sachen gemacht wie allgemein Komfortzonentraining. So, du stellst dich da in Marienplatz, kennst du ja dann in München, den Ja, klar, Fischbrunnen. natürlich. Ja, Ja, klar. da haben wir uns dann hingestellt und gesagt, okay, du hast jetzt 3 Minuten Zeit, du stellst dich darauf und du bekommst jetzt irgendein Thema, irgendein Scheiß-Thema. Ja, Hältst also eine Rede? genau, und hältst eine Rede 3 Minuten lang über dieses Hm. komische Thema. Also ich hatte da irgendwas, glaube ich, mit Gullideckel oder so. Was Gullideckel mit dem Sterben der Bienen zu tun hat. Oder irgend so ein totaler
Quatsch einfach. Da musst Klingt du da, nach dem Stoff für eine legendäre Rede auf jeden Fall. Ja, voll. Und jetzt bin ich Redner, ja, hallo. Ja. Und da kommst du einfach so, gehst über deine eigenen Grenzen, über die sozialen Grenzen und dann ist es auch wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Ja. In gewisser Weise, ja. Und das ja, hat Spaß gemacht und ja, weißt du selber, wie das ist. Ja, das ist witzig, dass Limitierung scheinbar der stärkste Impulsgeber ist, um Leute zu radikalen Freiheitsjunkies zu machen. Ne? Also ich glaube, wenn, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn Leute, es ist mein Gefühl, wenn Leute ohne Limitierung oder mit wenig Limitierung aufgewachsen sind einfach, dann tendieren die auch oft dazu, eher dann später Limitierungen in Kauf zu nehmen. Dass sie sagen, sie machen einen Job, auf den sie nicht so Bock haben und so und verbringen da viel Zeit und so. Und haben irgendwie dann plötzlich eine viel höhere Toleranz für Freiheitseinschränkungen. Und ich habe das Gefühl, wenn man, wenn das schon immer ein großes Thema war, dass deine Freiheit oder dein Ausdruck irgendwie behindert ist, in irgendeiner Form oder zurückgehalten, zurückgedrängt wurde, dass du dann umso stärker, umso krasser immer mehr versuchst, deine Wahrheit immer, immer krasser und immer freier halt zu leben auch, ne? Es gibt dieses Buch, das habe ich mal gelesen, das heißt The Obstacle is the Way. Also das Hindernis ist der Weg. Und da werden halt etliche, das Buch ist einfach nur eine Sammlung von Beispielen, wie halt krasse Persönlichkeiten, also Coaches, Präsidenten, Redner, Generäle, werden einfach ständig Beispiele gezeigt, wie halt genau deren Schwäche, zum Beispiel irgendwie ein krasser Redner, der als Kind halt komplett unterdrückt wurde und der auch gestottert hat und Sprachfehler hatte, wie der halt ein Ultra-Redner wurde. Mhm. Oder wie halt ein General aus einer komplett hoffnungslosen Situationen genau das Hindernis genutzt hat, irgendwie, um daraus damit die Schlacht zu gewinnen. Und das finde ich halt krass. Oder wie halt irgendwie ein Politiker, der einen krassen Skandal hatte, genau diesen Skandal genutzt hat, um die Wahl zu gewinnen sogar. Mhm. Also wie halt quasi genau das, was einen vermeintlich fickt, eigentlich nur auch ein ganz krasser Stepping Stone sein kann. Ja, ja, es heißt auch, ja, die Steine, die dir in den Weg gelegt werden, die sollst du nehmen und ein Haus bauen. Und das kommt da sehr nahe. Das merke ich bei mir auch. Also ich meine, wenn du irgendwann mal alles durch hast und so viele Probleme bewältigt hast, dann ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, oder wo man leichter sagt, ja gut, also ich habe das schon alles erlebt, also schlimmer kann es ja nicht kommen. Oder ich habe zumindest das Vertrauen in mich selber zu sagen, das schaffe ich, weil ich habe es ja schon mal geschafft. Und ja, leider ist es irgendwie so, dass man oftmals richtig einen vor den Latz bekommen muss, bevor man dann was draus machen kann. Weil wir sind ja alle saufaul, ja, wir sind total faul, wir wollen ja nichts von uns aus irgendwie machen. Und erst wenn wir dann dazu gezwungen werden, dann müssen wir was machen. Und im Nachhinein ist es dann oftmals so, dass man sagt, ja gut, dass mir das passiert ist. Und so ist es bei mir auch. Also ich bin froh, meine Amputation, gut, die habe ich ja selber entschieden. Ich habe ja selber gesagt, hey, zweimal abschneiden bitte, aber das ist im Nachhinein für mich einfach ein riesen Mehrwert geworden. Ja. Genau. Kannst du gut vögeln? ja, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Warum? Ich frage ja dich. Ja, ich natürlich, hallo. Ich meine, ich habe einen Platzvorteil im Bett. Ich bin ohne Prothesen ja nur 1,60 groß. Ja. Sagen auch manche Frauen, ja super, ich bin trotzdem noch kleiner. Aber der Vorteil ist vielleicht auch, weißt du, wenn gewisse Dinge kleiner sind, dann sehen gewisse andere Dinge größer aus im Verhältnis. Ah, okay, stimmt. Ja, du hast ja einfach nur ein Bein halt. Ne? Ja, ja, genau, aber da geht alles rein. Krass. Also das heißt, du hast zum Sex nimmst du auch diese Prothesen ab oder was? Ja, kommt ganz drauf, welchen Ort. Ja, 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 stimmt. Ja, also ich meine, man geht ja auch im Stehen halt irgendwo, ne? Und dann ist es wahrscheinlich ganz praktisch, wenn du deine Sportprothesen anhast oder ich weiß nicht. Damit ich schnell weglaufen kann im Extremfall. Bergsteigerprothesen, genau, die Bergsteigerprothesen mit extra viel Grip. Ja. Ja. Die gibt es auch, Ja.
Gibt es echt Bergsteigerprothesen? Also du hast ja für unterschiedliche Einsatzzwecke vermutlich mal unterschiedliche Prothesen. Hast du mir schon im Vorfeld mal so erzählt? Ja, genau. Also wir haben ja im Vorfeld schon ziemlich viel gequatscht. Da hatte ich schon die Befürchtung, oh Gott, jetzt brauchen wir noch irgendwie Inhalt für Hashtag Beinfreiheit selber, aber da haben wir doch, glaube ich, keine Probleme. Ja, Nee. es gibt verschiedene Prothesen für verschiedene Einsatzzwecke. Ich habe meine Alltagsprothesen, kann ich mal, es dauert immer ein bisschen, bis die weg sind, kann ich mal zeigen. Und die anderen Prothesen, die ich noch habe, das sind klassische Laufprothesen. Also die benutze ich wirklich nur zum Laufen. Also meine Alltagsprothesen benutze ich zum Fahrradfahren, zum Bergsteigen und ja, zum Vögeln, wenn es gerade angebracht ist. Ja. Genau, ja. Und Und Wabe, ja. eine Frage hätte ich trotzdem noch. Und zwar die Frage von vorhin mit der Ressource. Also was ist denn das, wo holst du deine Positivität und deine Zuversicht her? Das frage ich mich immer noch ein bisschen. Weil ich meine, ja, ein Schicksalsschlag ist die eine Sache, aber es gibt auch Leute, die zerbrechen dran. Und ich frage mich, hast du irgendwie was ge Bestimmtes getan? Hast du irgendwas ganz bewusst getan, was dazu ge geführt hat, dass du jetzt der bist, der du geworden bist? Oder war das einfach irgendwie, hat sich das wie Schicksal angefühlt und du bist einfach, hast dich da jetzt hinentwickelt? Oder hast du schon irgendwie bewusst innerlich dich zu irgendwas Bestimmten entschlossen? Und wenn du zum Beispiel sagst, du hattest Depressionen, ne? Was ich zum Beispiel brauche, ist, ich habe eine Morgenroutine. Und ich merke, wenn ich die nicht mache, dann schmiere ich ab, dann geht es mir beschissen. Und das heißt vielleicht auch, dass das Thema, was diese Depression oder was auch immer das ist, produziert, dass es vielleicht noch nicht gelöst ist wirklich, weil ich glaube, es kann ja eigentlich nicht sein, dass man zwingend eine Morgenroutine braucht, damit man sich gut fühlt, ne? Weil das ist ja nicht normal, sagen wir es mal so. Das ist ja eigentlich nicht der natürliche Urzustand. Normalerweise sollte es dir einfach gut gehen, einfach weil du existierst und es ist halt einfach so, ne? Und da frage ich mich, hast du etwas, brauchst du etwas, was dich regelmäßig immer wieder positiv hält? Also musst du dafür arbeiten, um dich gut zu fühlen? Weil wenn du es nicht machst, dass du in Negativität verfällst? Oder bist du einfach der Strahlemann, der du bist und du hast einfach gewisse Themen schon hinter dir? Beides. Ich habe gewisse Themen schon hinter mir und habe aber auch das, dass ich natürlich auch weiterhin an mir arbeiten muss, um das aufrechtzuerhalten. Also das ist so wie Zähne putzen. Also ich sage jetzt auch nicht, ich habe jetzt 28 Jahre meine Zähne geputzt, jetzt muss reichen für den Rest, sondern ich muss es dann doch jeden Morgen und jeden Abend wieder machen. Weil ich strahlen will mit den Zähnen. Aber das ist bei der Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ganz ähnlich, dass man immer wieder oder ständig an sich arbeiten muss, damit man ein gewisses Level halten kann. Oder auch beim Sport. Ich kenne ja das selber, ich laufe Marathon und Triathlon und solche Sachen. Da muss ich auch immer dranbleiben, damit ich mein Level halte. Sonst geht's vorbei, kann ich auch nicht sagen, ja gut, jetzt habe ich genug trainiert. Und das ist eben da genau dasselbe. Und weil du sagst Morgenroutine, ich finde, Routinen sind ganz wichtig, dass wir einfach so einen Ablauf haben, genauso wie Zähneputzen. Ja. Zähneputzen ist eine Routine, da denke ich nicht lange drüber nach. Und es hilft mir aber, dass ich dann nicht irgendwann ein neues Gebiss brauche. Und so finde ich das auch wichtig für eine Morgenroutine. Also ich habe auch eine Morgenroutine. Ich habe so ein Journal, da schreibe ich morgens rein, mache mir schöne Musik an und komm erstmal irgendwie so bei mir selber an. Und dann schreibe ich so rein, ja, was ist mir jetzt so, also ich schreibe das immer morgens. Es gibt auch andere, die schreiben das gern abends, aber ich schreibe das morgens von dem Tag zuvor und überlege mir, okay, was ist gut gelungen? Was habe ich so für Erfolge? Und da geht es nicht darum, dass ich gestern die Welt gerettet habe, sondern es geht um kleine Dinge. Also, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen, das ist schon Erfolg. Also, das ist schon Wahnsinn. Und das vergisst man gerne oder übersieht man gerne, weil man ist ja ständig hier, das brauche ich noch und da muss ich noch hin und so weiter. Aber dass man einfach mal das sieht, was man schon alles geschafft hat. Wäsche waschen ist auch ein Erfolg. Ja? Also, ich meine, wenn ich jetzt keine Wäsche mehr waschen würde, dann wäre es blöd für mein Umfeld irgendwann, so geruchstechnisch. Das sind alles Dinge, die man aufschreiben kann und dann auch das Thema Dankbarkeit. Also ich schreibe auch immer so fünf Dinge auf, für die ich dankbar sein kann. Und auch da geht es um das Thema
banale Sachen, also scheinbar banale Sachen. Ja? Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen, ich habe ein super Umfeld, es gibt so viele Dinge. Ich habe meine Prothesen, mit denen ich gehen kann und laufen kann sogar. Das ist Wahnsinn. Und ich denke, das Problem ist, wenn man sich dann nicht immer so ein bisschen dazu zwingt und irgendwann wird das ja eine Routine, dass man das dann auch so in gewisser Weise immer braucht, dann bewegt man sich, ohne dass man es vielleicht am Anfang merkt, immer mehr weg. So, weil es prassen ja so viele Dinge jeden Tag auf einen ein, dass man dann gerne durchdrehen kann irgendwann. Und da muss man halt ein bisschen gegensteuern. Und deshalb finde ich so eine Morgenroutine, aber auch eine gewisse Abendroutine, finde ich klasse. Ja? Weil nur so funktioniert es, dass man das auch dauerhaft, also nicht so, es geht ja nicht darum, dass ich kurzfristige Motivation habe. Ja? Also sagen die Leute, ja, okay, du bist Motivationsredner, ja, aber es geht nicht so um das Thema irgendwie so kurz motivieren und alles super und tschakka, sondern es geht ja um was Langfristiges. Und es ist wie so ein Strohfeuer. Ein Strohfeuer, das brennt kurz heftig und dann ist es aber vorbei. Und dann finde ich, ist es wichtig, die Glut, die Kohlen reinzulegen, dass die dann langfristig weiterbrennen. Ja? Das ist so ein Knackpunkt. Das hat mich gerade motiviert. Ich glaube, ich fange auch damit an, mal wieder einfach mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Wie viel schreibst du da? Wie viel? Also ich habe mein Standardding, dass ich 5 Erfolge aufschreibe, 5 Dinge, für die ich dankbar Erfolge. Bin. 5 Erfolge, genau. Und ich finde auch, kennst du Gerald Hüther? Nee. Das ist so ein Hirnforscher und der spricht so ja, über die Themen, über die Probleme in unserer Gesellschaft auch und wie man richtig lernt. Und der stellt die Frage, wie kannst du liebevoller mit dir umgehen? Was kann ich da machen? Und wir wissen ja oft, was mir gut tut, also und was nicht, auch wenn es jetzt vielleicht gerade angenehmer ist, zum Beispiel ein Feierabendbier aufzumachen und dann denke ich mir so, ja, muss das jeden Abend sein und eigentlich weiß ich ja, vielleicht lässt es mal. Also in Bayern muss es auf jeden Fall jeden Abend sein. In Bayern muss es auf jeden Fall jeden Abend sein. Hallo? Ja, die Leute glauben auch, dass da Wasser drin ist. Ja. Ja, und das einfach so diese Frage stellen, okay, was kann ich mir jetzt Gutes tun, also wirklich Gutes tun? Und da schreibe ich mir dann auch so ein paar Punkte auf. Und was ich, das ist aber variabel, das muss auch jeder selber wissen, was er da reinschreiben möchte, weil jeder ist komplett anders, jeder ist auf einem unterschiedlichen Level. Und was ich auch noch so extrem wichtig finde, ist so eine radikale Ehrlichkeit zu sich selber. Also oftmals hat man ja irgendwie so, irgendwelche Themen, die weiß man eigentlich unterbewusst, aber man will sie selber gar nicht ansprechen. Und dann schreibe ich mir gerne mal, jetzt nicht jeden Tag, aber immer mal wieder auf, hey, wo bist du? Vielleicht wohl belüge ich mich selber irgendwo. Und erst wenn ich das Bewusstsein für dieses Problem schaffe, ja, dann kann ich ja erst etwas daran ändern. Also das sind so die Dinge, die ich aufschreibe. Man kann ja, wie gesagt, sehr flexibel vorgehen, je nach Bedürfnis, was man reinschreiben will. Spannend. Hat der Typ ein Buch oder sowas? Oder wie hast du von dem gehört? Oder wie hast du die... Also den ich bin schon lange ein Fan von dem. Das ist schon ein älterer Herr, der Gerald Hüther. Und das ist so der Inbegriff von Weisheit für mich irgendwie, weil der so schön spricht und viele Themen so sanft darlegt. Und ja, von dem gibt es ein Buch. Das heißt, Lieblosigkeit macht krank. Das ist ganz frisch jetzt raus. Das habe ich vorgestern fertig gelesen. Ach, tatsächlich. Ja, und da bringt er eben viele so Themen raus, wo es eben um diese Lieblosigkeit geht und wie uns die... Gibt denn auch ein paar konkrete Handlungsanweisungen? Diese Frage, die sich durch das Buch auch zieht, mit dem, wie kann ich liebevoller mit mir selber umgehen? Also sich diese Frage immer wieder zu stellen, das ist so ein Punkt. Ansonsten spricht er die Dinge halt allgemein an, also auch auf das aktuelle Thema mit Corona und allem, was dazu hängt, weil ja das Thema Krankheit und Gesundheit sehr in den Fokus gerückt ist. Und wie er eben darlegt, dass diese psychologischen Aspekte so entscheidend sind, ob wir ein gutes Immunsystem haben oder eben nicht. Also auch das Thema, welches Milieu habe ich? Also welches Umfeld habe ich? Weil wir fokussieren uns gerne mal auf das Problem und wollen das beheben.
Aber der Punkt ist, wenn ich das Umfeld nicht ändere, dann kann ich an dem Problem arbeiten, wie ich will. Ja, Es natürlich, genau. Das habe ich auch schon mal, frustriert dann nur, ja. das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass es halt echt, glaube ich, viele Leute gibt, die, das heißt, viele Leute, das weiß ich nicht, ob es viele Leute gibt. Ich sage, ich fange irgendwie gerne einen Satz an mit, es gibt viele Leute, und dann weiß ich gar nicht, ob es viele Leute Aber gibt. Aber es hört sich professionell es hört an. sich professionell an, Ja. also es wüsste ich, wovon ich rede, aber immerhin. Nee, also ich vermute trotzdem, dass es viele Leute gibt. Das ist meine Vermutung, die gerne bestimmte Änderungen in ihrem Leben haben wollen, die zum Beispiel Depri sind, weil sie in einem Drecksjob arbeiten. Und die gehen dann lieber zu einem Therapeuten, also die haben eine Depression, weil sie einen Drecksjob haben, aber anstatt ihren Job zu kündigen und diesen Mut aufzubringen, da rauszugehen, gehen sie lieber zum Therapeut, versuchen ihre Depression zu reparieren, die sie aufgrund von ihrem Job haben. Also quasi, sie schütten sich Gift rein, fühlen sich vergiftet und sagen, fuck, oh, ich brauche irgendein Gegengift. So, nee, du musst einfach nur deinen Job kündigen. So. Manchmal ist Geiler es so einfach, ne? Vergleich, ja. Ja, Und so ist du musst einfach es. nur aufhören, dir das Gift reinzukippen, dann musst du nicht irgendein, musst du es gar nicht therapieren. Also, Ja. und ja, ich glaube, manchmal ist es echt, manchmal macht man sich auch viel zu viel so, Alter, ich habe immer, weißt du, ich habe viele Jahre in meinem Leben habe ich immer so geguckt, so was sind die Sachen, die mich glücklich machen. Und ich habe dann immer so, oh, was ist die spirituelle Technik, die am besten funktioniert? Was ist die krasseste Meditation? Wie kann ich mein Unterbewusstsein am krassesten hacken und bla bla bla. Und es ist nicht so, dass es da keine geilen Techniken gibt, die auch nicht funktionieren, will ich nicht sagen. Aber am Ende des Tages, wenn ich irgendwie einen geilen Tag hatte mit ein paar Freunden und ich war irgendwie draußen, und ich habe vielleicht sogar noch am Ende des Abends noch ein Mädel im Arm oder so. Ey, dann geht's mir gut, Alter. Dann brauche ich keine Technik mehr, Digga. Dann hatte ich, weißt du, es sind immer so simple Sachen. Das sind die simpelsten Sachen, die einen Ja. glücklich machen. Und ich glaube, je mehr man glaubt, dass es kompliziert ist, desto unglücklicher macht man sich, weil man das Glück so kompliziert macht. Weil man immer denkt, so, boah, das muss so, du machst dir so eine riesen Vorstellung davon, wie dein Glück auszusehen hat und wie du da vielleicht hinkommst. Und am Ende des Tages ist es einfach so, ey, einfach ein paar gute Freunde, irgendwie Zeit mit denen verbracht zu haben, oder vielleicht sogar einen guten Tag mit sich, wenn es sich besser anfühlt. Und einfach irgendwas, was Einfaches, was Cooles gemacht zu haben, was einen Spaß macht, was sich gut anfühlt. Manchmal ist es so einfach. So. Ja. Hast du eine Freundin? Nee. Aber manchmal, also ja. Manchmal habe ich eine Freundin. Manchmal hast du eine Freundin, ja, dann Ja. passt es. Ja, nee, ist voll okay. Ja. Vor allem, seit ich Comedian bin, ist es auch nochmal was anderes. So, früher war ich so ein richtiger. Ich meine, weißt du, was das Ding ist? Ich habe halt so eine süße Fresse. Das heißt, es ist immer wieder mal was abgefallen, so. Weil ich halt, weil halt Frauen, weißt du, ich war zwar immer so oder oft unsicher, aber ich war halt so ein Ex und bin ein extrovertierter Typ und pack's dann manchmal meine Unsicherheit zu maskieren. Plus, ich habe dann halt so mein charmantes Gesicht und dann ist es so, ah, okay, weißt du, das war schon ein bisschen Mongo, der Typ, aber ich lasse mich auf ihn ein. Und das war so früher, das war dann aber eher so Glück. Und seit ich Comedian bin, habe ich einfach nochmal eine neue Form von Souveränität auch einfach gewonnen, weil halt einfach, ne, auf eine Bühne gehen und sich dem einfach auszusetzen, einfach diesem. Einfach dieses, weißt du, du gehst auf die Bühne und du bringst jetzt einen Joke und keiner lacht. Und wenn du das halt mehrmals pro Woche machst, von einer gesamten Belegschaft von Leuten irgendwelche Witze auszutesten, von denen du nicht weißt, ob sie funktionieren und einfach das in deinem Körper auch auszuhalten, diese Gefühle, das macht dich einfach auch, also es hat mich auf einer gewissen Ebene auch einfach souverän tough gemacht und auch in meinem Selbstausdruck freier und dadurch natürlich selbstbewusster und dann wieder auch als Mann authentischer, attraktiver, ehrlicher. Und ich merke halt auch, je länger ich mich mit mir selbst beschäftige und natürlich auch je älter ich werde, desto mehr kommt noch so eine Ruhe einfach, weißt du, ne? Und so eine attraktive Ruhe, glaube ich, die man halt als Mann irgendwann zwangsweise entwickelt, wenn man, ja, wenn man sich entwickelt, wenn man an sich arbeitet, wenn man es richtig macht oder auch nicht. Also ich meine, ich habe ja auch super viele Fehler gemacht, so ist es nicht. Ja, aber das ist wichtig, dass man Fehler macht, um daraus dann wieder zu lernen. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass viele so perfektionistisch eingestellt sind. Also ich muss Fehler vermeiden. Bloß da gebe ich meinem Unterbewusstsein quasi einen Auftrag, der unmöglich ist. Ja, ich kann Ja. keine Fehler vermeiden, sondern ich kann höchstens daraus lernen. Und noch besser ist es, wenn ich sage, okay, her mit den Fehlern. Ja. Ich kann nur daraus profitieren dann wieder. Ja.
Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Spiritualität und das finde ich auch richtig interessant. Was bedeutet für dich das Thema Spiritualität und wie bist du darauf gekommen? Ja gut, also wie gesagt, mir ging es so richtig beschissen, wo ich dann realisiert habe, dass es mir beschissen ging, war so mit 16 ungefähr. Da war dann einfach so, da sind ein paar Sachen vorgefallen, wo ich gesagt habe, oh fuck, okay, hier läuft wirklich was schief und jetzt muss irgendwas passieren, das geht so nicht. Mir ging es zwar schon, ich glaube, davor auch viele Jahre schon beschissen, ich habe das aber nicht gecheckt. Also ich hab nicht gerafft, dass ich leide, weil ich nichts anderes kannte, verstehst du? Dann hat sich das aber noch mal ein bisschen mehr geäußert und auf eine Art, die so offensichtlich war, dass ich dann nicht mehr, dass ich es nicht mehr maskieren konnte. Ja, da war dann okay, fuck, okay, jetzt muss was passieren. Und dann habe ich, weiß nicht, wie ich daran kam. Ich habe irgendwie eine Doku über Schamanen gesehen. Und wie die halt mit Pilzen arbeiten oder sowas. Ne? Das war so eine Doku auf YouTube von Arte. Irgendwie, wie die in Mexiko, in irgendeinem fucking Dschungel, whatever, irgendwo in Mexiko halt mit Pilzen arbeiten. Ich habe das gesehen und habe dann halt so, ah, okay, krass, und das machen die. Ah, okay, krass, und die können eine krasse Öffnung provozieren. Ah, oh, krass, die Erfahrung kann machen, dass du nach ein neuer Mensch bist. Oh, und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann ist halt das, ne? Und dann habe ich das halt probiert mit einem Kumpel, habe mich so drauf vorbereitet, also hatte auch schon das Mindset dann kultiviert, okay, das wird was Relevantes für mich. Also ich glaube, das ist halt extrem wichtig, wenn du halt in eine psychedelische Erfahrung reingehst, dass du vorher schon nicht dieses Party-Mindset hast. Also das ist nicht schlecht, ja. Und du kannst natürlich auch einfach nur eine geile Party haben oder einfach witzige Sachen sehen. Aber dann geht es so ein bisschen, glaube ich, an dem Kern, an dem echten wahren Potenzial vorbei. Aber ich hatte dann halt durch diesen Leidensdruck und durch die Vorbeschäftigung mit dem Thema habe ich so schon realisiert, okay, hier geht es jetzt um was anderes. Ich will mich kennenlernen, ich will was Neues erfahren. Und diese Erfahrung war dann halt so massiv und so mächtig und hat mich so aus meinem Alltagsmindset rauskatapultiert und dazu geführt, dass ich wirklich einmal zu 100% alles hinterfrage, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelebt habe. Es hat meine Gedanken hinterfragt, meinen Blick auf die Welt, meinen Blick auf mich, meinen Blick auf meine Gefühle, also meinen Blick auf alles zu 100% war einfach nur so, das war so, Bro, Alter, was? Das war wie so ein Wake-up, weißt du, das war wie so, wie als ob du aus einem Traum, wie als wäre ich das erste Mal in meinem Leben aus einem Traum aufgewacht. Wie als wäre ich alles, was ich bis dahin gelebt habe, als wäre das einfach komplett im Unbewussten passiert. Und plötzlich wache ich auf und merke so, Moment mal, was habe ich die ganze Zeit gedacht? Was hatte ich für Überzeugungen, wo ich so gemerkt habe, so, hä? Das hat ja nichts mit einer Realität zu tun. Das ist ja alles nur in mich reinprogrammiert. Das ist ja ausschließlich Programm, was nicht mal ich selber in mich reinprogrammiert habe. Wo ich dann gemerkt habe, so, Alter, ich war zu 100 fucking Prozent fremdgesteuert. Und dieser Schock war auf eine positive Art und Weise, ging so tief, dass ich dann gesagt habe, okay, nee, no fucking way. Und danach habe ich angefangen mit Therapie, weil dieser Zustand dieser krassen Öffnung, der bleibt ja nicht. Den hast du halt währenddessen, aber ein, zwei Tage später bist du wieder zurück in deinem alten Trott. Und dann war mein Leiden, das hat mein Leiden noch mehr verstärkt, weil ich dann erst erkannt habe, diese Fallhöhe von was das Potenzial ist und was ich lebe. Weil diesen Ort hier vorher, den kannte ich ja überhaupt nicht. Das war ja, das war mir ja, war gar nicht in meinem Bewusstsein. Aber dann, nachdem ich den kannte, war mir plötzlich diese Differenz zu dem, was ich eigentlich lebe, war mir dann erst bewusst. Und dann war das so, holy shit, das wurde dadurch noch viel unangenehmer. Also im Endeffekt hat diese Erfahrung dazu geführt, dass ich danach noch mehr gelitten habe. Aber dieses Leid war dann halt dementsprechend auch ein krasser Antrieb, um ja, Therapie zu machen und halt allen möglichen Scheiß auszuprobieren. Meditation, also tausende spirituelle Techniken. Thema Ehrlichkeit. Ich habe auch 3 Monate bei Brad Blenden gelebt, der Typ, der das Buch Radical Honesty geschrieben hat, der diese Radical Honesty Workshops gibt und so. Und bin auch super tief in alle möglichen Bereiche reingegangen. Und ja, bis heute, da hat sich auch nichts dran geändert. Ich bin immer noch dran und wäre gern schon weiter, als ich bin. Auf der anderen Seite, Das wäre glaube mal ich, muss ich das immer. mal. Das ist man immer, ne? Ich glaube Ja. deswegen, das war gut, was du vorhin gesagt hast. Ich will mir das mal, glaube ich, machen mit diesen Dingen aufschreiben, für die ich dankbar bin, weil es gibt viele Dinge, aber ich bin so einer, ich fokussiere mich oft auch auf die Dinge, die mich einfach nerven. Ja, das ist aber nur natürlich und auch irgendwie von außen die Probleme oder die ganzen Dinge, die auf einen einprasseln, die
führen dann dazu, dass man abgelenkt wird von dem, was man dankbar sein kann. Und vor allem auch dieses Vergleichen. Dieses Vergleichen, also das beste Beispiel ist es für Frauen, immer mit diesen ganzen Models, die dann hier zurecht gefotoshoppt wurden, und dann vergleichen sich die Frauen mit eigentlich Frauen, die es gar nicht gibt, weil die wurden total zusammengefotoshoppt und denken, ja, die in den Magazinen, die sind alle perfekt, aber ich hier habe da ein Problem und so weiter. Und das zerstört Menschen wirklich. Ja. Und deshalb muss man da etwas dagegen arbeiten. Ja. Und da ist die Dankbarkeit super. Ja. Das Ja. ist ganz entscheidend. Was waren für dich dann so die Punkte, wo du sagst, die haben dir dann geholfen, weil du bist ja dann, hast dich auf den Weg gemacht, raus aus diesem ganzen Stress, du wolltest ja was ändern. Was sind für dich so die Kerndinge, also gerade mentale Stärke? Ja? Was ist da ein Tipp, den du geben kannst, wo du sagst, ganz wichtig? Ganz wichtig, also es kommt immer ganz drauf an, was du für eine Charakter- und Persönlichkeitsstruktur bist. Ich glaube, es gibt Leute, die sind extrem festgefahren in ihren, die, weißt du, du kennst vielleicht Jordan Peterson wahrscheinlich, ist den Begriff, ne? Ja, 12 Und er hatte dieses, Rules for Life. ich habe mir genau, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe so ein bisschen, ich habe einen Talk mit ihm, mit Tim Ferriss, einen sehr geilen Podcast mit ihm gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch geguckt hast, den Ja, fand ich genau, sehr ist geil. 4 Tage Woche, oder? Genau, und er Äh, hat halt vier, mit vier dem Typen Stunden oder vier Podcast Tage gehabt. Woche, Er 4 Stunden also Tim Woche. Ferriss hat das Buch geschrieben, genau, und er hatte mit dem Podcast, da hat er eine Sache gesagt. Und der hat halt gesagt, es gibt ja, Chaos kann extrem destruktiv sein in seiner radikalen Form und Ordnung kann auch in seiner radikalen Form extrem destruktiv sein. Weil wenn du zu sehr ins Chaos gehst, kriegst du nichts geschissen, du gehst komplett verloren, du bist einfach nur hier all over the place, du kommst zu nichts. Und wenn du aber zu sehr in der Struktur bist, dann wird es komplett starr, dann bist du komplett verkrampft, dann ist es unlebendig. Ja, und das heißt, ich glaube, die Tipps, die ich geben würde, kommen immer ganz drauf an, natürlich auch je nachdem, wer das jetzt hört. Wenn es zum Beispiel jetzt jemand ist, der extrem starr ist, der zum Beispiel extrem krass nazihaft seine Routinen durchzieht und immer krass, tak, 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 wo alles eh schon getaktet ist, dem würde ich jetzt nicht sagen, Bro, du brauchst mehr Routine, weil das ist genau das, womit er sich fickt. Ne? Ja. Und dem würde ich zum Beispiel sagen, mach einfach mal das Gegenteil. Mach mal eher impulsive Entscheidungen, spontane Entscheidungen. Geh in die S-Bahn und, keine Ahnung, keul dir ein und werd festgenommen wegen sexueller Belästigung. Nee, vielleicht nicht, aber Scheiß Beispiel. scheiß Beispiel. Aber ich dachte, ich sag's einfach, weil es gerade in meinem Kopf war. Mach das auf gar keinen Fall, bitte. Bitte mach das nicht. Nicht, dass Also dann bei das dir Disclaimer, angerufen das war wird. nicht ernst gemeint. Bei dir wird dann Am angerufen, Ende so, kriegst du noch hey, richtig Alter, Ärger. Nikolai Biller hat gesagt, ich soll das machen. Genau. Nee, also dann mach das Gegenteil, dann mach was Spontanes. Mach vielleicht mal mach einen Trip nach Panama oder so. Oder geh halt an Orte, wo du noch nicht warst. Probier Sachen aus, die du noch nicht probiert hast. Und für Leute, die, glaube ich, extremen Strukturen drin hängen, könnten Psychedelika, glaube ich, ein starkes Potenzial haben. Weil diese Menschen haben, glaube ich, eher eine gewisse Gefestigkeit. Die sind gefestigt auf einer gewissen Ebene. Das heißt, die werden nicht so krass aus der Bahn geworfen, wie Leute, die sowieso schon keine Struktur haben. Weil wenn du eh schon im Universum unterwegs bist und dann Psychedelika nimmst, dann bist du im Multiversum plötzlich. Und dann weißt du nicht mal mehr, wo die Milchstraße ist. Weißt du, was ich meine? Und genau, also das finde ich, kann eine sehr wertvolle Erfahrung sein. Für Leute, die halt all over the place sind, die eh keine Struktur haben, ganz ehrlich, Mann. Da ist halt echt, und ich glaube, das ist was, wo ich merke, was für mich am allermeisten, vor allem für Männer, das Effektivste, was ich in den letzten halben Jahr gemacht habe, war NoFap. Ich habe aufgehört, mir einen runterzuholen. Das macht bei mir so einen Unterschied. Und ein Unterschied, der so dramatisch ist, dass ich das in der Form nicht erwartet hätte. Also diese energetische Selbstsabotage, die man da macht, wenn man sich regelmäßig einkeult, ist beyond comprehension. Das ist wirklich extrem. Also, Ja, was kann ich das einen Unterschied bestätigen. macht, ja, du hast das wahrscheinlich auch schon probiert, ne? Genau, Absolut. also einmal das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hör auf, dir einen zu keulen. Ich glaube, das ist so essentiell für Männer, dass sie nicht ständig ihre Energie rausschleudern.
und hol eine Struktur. Einfach eine Struktur. Und sei es, dass du jeden Morgen eine gewisse Routine hast und die einfach immer die gleiche ist. Das sind für mich die effektivsten, unter anderem effektivste Sachen, aber auch radikale Ehrlichkeit. Also es ist so ein Mix aus allem. Für mich ist radikale Ehrlichkeit super wichtig, dass du Menschen hast, mit denen du radikal ehrlich bist, dass du auch mit dir selbst radikal ehrlich bist und dann automatisch, wenn du mit dir ehrlich bist, musst du mit anderen Menschen ehrlich sein, weil du kannst nicht zu anderen Menschen unauthentisch sein, ohne zu dir selbst unauthentisch zu sein. Das geht ja gar nicht. Du fixst dich ja selber in dem Moment, in dem du dich verstellst. Also von daher geht das miteinander in Hand und mach Erfahrungen, probier Sachen aus und ey, die Liste ist endlos. Die Ja, Liste ist die endlos an Liste Sachen, ist die man wirklich machen kann. endlos. Ja, ich glaube, da können wir mal eine Liste rausbringen, Ja. was da alles dazugehört. Ja, das finde Ja. ich. Ich finde es sehr spannend, dass du das ansprichst mit dem Chaos und Ordnung. Das kann man ja jetzt auch gesellschaftlich abbilden. Also, das Chaos wäre quasi Anarchie. Jeder macht komplett alles, wie er meint, und es gibt Genau. keine Ordnung. Und das andere Genau. Extrem ist ja dann die totale Ordnung, also Sozialismus. Das Dritte richtet irgendwie Reich. das alles, genau, dass alles von oben quasi geordnet wird und jeder muss Ja. sich dran halten und so ganz starr. Ja. Und das ist ja jetzt auch was, wo es jetzt gerade, wir haben jetzt schon über Ängste gesprochen und so. Ich meine, wir haben alle Ängste, bloß sind die teilweise sehr unterschiedlich. Also die einen haben Angst vor Corona, jetzt vor dem Virus. Die anderen haben Angst vor irgendwelchen politischen Dingen, die jetzt gerade geschehen, oder gesellschaftliche Spaltung. Ja, da hat jeder quasi sein eigenes Thema dabei. Jetzt haben wir im Vorgespräch, fand ich es super spannend, als wir das Thema Political Correctness angesprochen haben. Da dachte ich mir, da müssen wir drüber sprechen, weil um das kurz auf meine Situation runterzubrechen, diese Political Correctness, die führt in meinen Augen zu Tabuisierungen, und wo man eigentlich über Dinge sprechen sollte und die aber nicht angesprochen werden. Und ich merke das bei mir mit meinem Handicap, ja, da, wenn ich neue Leute kennenlerne, jetzt mit Corona gerade eher weniger, aber ansonsten merke ich ganz oft, wie die Leute wirklich Angst davor haben, wenn die merken, ich habe hier keine Füße mehr, dass sie irgendwas Falsches sagen. Und die haben Angst davor, nur eine Frage zu stellen. Und weil wir alle schon so indoktriniert wurden, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und ich denke, das ist nicht nur bei mir jetzt mit dem Handicap so, sondern auch das Thema Rassismus. Du hast ja da erst wieder einen Wahnsinnsbrecher rausgehauen mit einem neuen Video. Ich habe mich so weggeschmissen. Kannst du das nochmal so zusammenfassen? Weil ich finde deine Gedanken dazu wirklich enorm spannend. Naja, es ist ja genau das, was du sagst. Im Endeffekt führt Political, also, okay, ich glaube, man darf es halt nie schwarz-weiß sehen. Im Grunde genommen steckt in allem immer ein guter und ein schlechter Kern. Also erstmal, ich glaube, auf einer gewissen Ebene ist Political Correctness ja eine, wahrscheinlich hat das auch irgendwo Gegenbewegung, ist es eine Gegenbewegung zu Rassismus wahrscheinlich auch und zu der Unterdrückung von Minderheiten, die halt stattgefunden hat, in einem ganz anderen Maß als heutzutage. Das Problem ist aber, dass ich halt eine Gesellschaft, habe ich das Gefühl, die pendelt immer, bis sie die Mitte findet. Aber diese Pendelbewegungen sind halt meistens abgefuckt und ich frage mich, warum wir es nie schaffen, direkt einfach mal zu einer Mitte kommen zu können. Warum müssen wir erst Schwarze versklaven, um dann zu dem Punkt zu kommen, wo wir sagen, es ist rassistisch, wenn man jetzt jemanden fragt, wo er herkommt. Es ist halt immer weißt du, es ist immer dieses komplette, es ist nie, es ist, wo, warum können wir nicht einfach, warum können Menschen einfach mal nicht behindert sein? Weißt du, und mit behindert meine ich im Frage ich mich negativen auch jeden Sinne. Tag. Nicht in deinem Sinne, sondern wirklich behindert im abgefuckten Sinne. Und Und Political Correctness führt genau zu dem, zumindest in dem Maße, in dem es jetzt stattfindet, ja, in dem Maße, in dem es jetzt stattfindet, führt es genau zu dem, was du gesagt hast. Leute können nicht mehr entspannt kommunizieren. Es trennt die Leute, ja. Es hat den exakt gegenteiligen Effekt von dem, was die Leute eigentlich vermeintlich wollen. Und ich glaube nicht mal, dass die Vertreter von Political Correctness, die modernen zumindest, dass es denen wirklich daran liegt, dass Menschen wieder mehr zueinander finden, sondern das ist ganz klar die versuchen
Political Correctness zu instrumentalisieren, um über den Status von einer Opferhaltung und sich für andere vermeintliche Opfer einzusetzen, Macht auszuüben über andere Menschen. Weil diese in Deutschland vor allen Dingen ist Opfer sein die einzig wirklich gesellschaftliche anerkannte Machtposition. Weil der wirklich Macht hat, der ist ja automatisch, da schwingt schon wieder diese, oh, der hat Macht, oh, der hat so viel Macht, das ist ein Täter, das ist so dieser Böse. Mhm. Macht ist so, verbinden wir so ein bisschen mit Böse, was vielleicht auch noch so ein Hitler-Trauma ist, weil wir das sofort unbewusst und so, man kann sich von sowas nicht freimachen. Es ist nicht so, dass wir, der Dritte Weltkrieg ist vorbei, aber es ist nicht so, dass diese Traumata, dass es nicht an uns weitergegeben wurde. Sowas wird natürlich weitergegeben, ja. Und ich glaube, Deutsche haben noch so ein Machttrauma. Die haben ganz klar, sobald jemand laut wird und präsent und sichtbar, da kriegen die alle sofort, weißt du, da frieren die schon ein, weil sie sofort, darf ich das? Darf ich laut sein? Darf ich mich zeigen? Bin ich jetzt ein Nazi? Weißt du, so unbewusst, gar nicht, es ist denen gar nicht bewusst, glaube ich, aber unbewusst kommt dann eine ganz große Angst hoch, die ja auch eingeprügelt wurde, fleißig. Und was ja auch wieder so dieses Gegenextrem ist, ne? Und die Leute müssten einfach mal checken, dass sie zu einer Mitte kommen. Und dieses, ja, und gerade wird es halt einfach komplett ekelhaft instrumentalisiert so. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor 2, 3 Wochen habe ich so ein Mädel gesehen, die sah ganz nice aus. Die war so, keine Ahnung, sah so aus wie so eine Iranerin oder Türke, keine Ahnung, hübsches Mädchen, gell? Ich fange so an, mit ihr zu quatschen und sie so, ah, krass, selten, dass mich Deutsche ansprechen. Ich habe gesagt so, ja, Deutsche sprechen ja weniger Kanaken an. Und dann hat sie gesagt so, wow, voll die Schublade. Und ich so, was denn, du bist doch eine Kanake. Und die so, ja gut, gut beobachtet. Und dann hat sie gelacht, weißt du, was ich meine? Ja. Sie hat erst so geguckt, ob sie mich doch mit diesem Vibe kriegt, so mit diesem, oh, nicht eine Schublade. Und sie hat aber gemerkt so, ich habe sie gar nicht in eine Schublade gesteckt, ich habe einfach nur eine Beobachtung gemacht. Und dann hat sie gelacht, dann hat sie sofort gecheckt, mein Vibe ist freundlich halt, ne? Mhm. Und damit konnten wir darüber super geil und super nice connecten und hatten voll das nice Gespräch und so. Und es war super witzig und cool. Und da merke ich jetzt schon, wie die Leute, die höre ich jetzt schon hier, der hat Kanake gesagt, in die Kanake-Kommentare gesagt, reinhauen. So. Aber der Witz ist. Darf ich da schnell was anfügen? Klar, weil ich finde, dass sowas zu sagen ist ein Kompliment, weil du sprichst der ihr die mentale Stärke zu, dass sie das ab kann und dass sie drüber lachen kann. Und total. So sehe ich das auch bei mir. Also ein Kumpel von mir, den sehe ich nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, dann sagt er, mein Lieblingskrüppel ist auch da. Und wenn andere außen rumstehen, jetzt geht die Welt unter. Und ich finde es einfach sau lustig und er findet es lustig. Und ja, es ist die Frage, wie man es sagt. Ja. Total. Es kommt immer auf die Intention dahinter dran. Natürlich kannst du auch Kanacke oder Krüppel in einer komplett beleidigenden Art und Weise sagen. Ne? Aber das ist halt nicht, weißt du, das ist halt nicht meine Intention und das ist nicht deine Intention. Und die Leute verwechseln immer die, weißt du, Leute verwechseln Worte, die sagen immer, oh, diese Worte sind so böse. Nein, es gibt keine bösen, es gibt, ein Wort ist ein Geräusch. Das kannst du daran erkennen, dass du nicht beleidigt bist, wenn dich jemand auf Vietnamesisch beleidigt. Wenn dich jemand auf Vietnamesisch Hurensohn nennt, geht es dir genauso gut wie vorher, weil du keine Ahnung hast, was der gesagt hat. Das heißt, das Wort selber hat überhaupt, das hat nichts, ja, sondern nur die Bedeutung, die wir dem geben und natürlich die Intention, mit der das Wort gebracht wurde. Wenn irgendein wildfremder Typ zu dir geht und sagt so, ey Digga, was bist du nur für ein Krüppel? Dann denkst du dir auch so, was bist du nur für ein Hurensohn, weißt du? Und dann ist natürlich der Vibe nicht freundlich. Aber wenn jemand so, ah Bro, mein Lieblingskrüppel, ja, oder ich mit einem Lachen diesem Mädel sag so, ah, du bist doch Kanake, ne? Und dann so, ah ja, okay, stimmt. Ja, die Intention dahinter ist das, was es ausmacht, nicht das Wort selber. Und man muss halt einfach sozial intelligent genug sein, um zu gucken, wann kann ich was sagen. Mhm. Aber den Leuten diese soziale Intelligenz komplett abzusprechen und zu sagen, nee, ihr seid alle so blöd, deswegen verwenden wir einfach alle diese Worte nicht mehr, dann sind wir alle schön safe. Das ist Holbeeren-Mentalität. Das ist absolut dumm. Das ist einfach reine Dummheit. Ja, und alle mit Samthandschuhen anfassen zu müssen. Und dann, das wäre dann eigentlich schon wieder eine Beleidigung, weil wer will schon mit Samthandschuhen angefasst werden, wenn man sagt, hey, ich kann das Ganze ab. Ja. Ja. Ja, total.
Nikolai, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es Hammer. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter quatschen. Auf jeden Fall. Die Befürchtung hatte ich von Anfang an. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinen Videos. Also unbedingt schaut beim Nikolai vorbei. Ja, ich kann mich einfach nur immer wieder wegschmeißen bei deinen Videos und ich fand es auch wieder klasse, was du heute zu uns alles erzählt hast. Und ja, euch, liebe Zuschauer, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Hashtag Beinfreiheit. Macht's gut. Servus. Vielen Dank, Diggi. Hau rein. Ciao. Thank you.